Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute ein Video präsentieren, wo wir uns alle Mounts aus Patch 8.2 anschauen. Das Ganze soll hier ein grober Überblick werden. Im Detail schauen wir uns die einzelnen Mounts dann nochmal an, wenn der Patch live ist, beziehungsweise ich mir die Mounts erspielt habe. Da wird es dann nochmal einzelne Guides geben, die dann wirklich genau auf die einzelnen Schritte quasi eingehen, die ihr absolvieren müsst, um die Mounts zu erspielen. Jetzt erstmal grob, was wir machen müssen, beziehungsweise was es denn alles für Mounts gibt. Als allererstes fangen wir mit den schicksten an, und zwar mit denen, die wir über Erfolge erspielen können. Und zwar sind das insgesamt 4 an der Zahl. Und das erste Mount wird wahrscheinlich das sein, was sich die meisten als erstes erspielen werden, denn dieses Mount heißt Wunderschwinge 2.0 und das Mount ist, ja, sieht ganz nett aus, aber das Achievement dahinter ist das, was wir wirklich wollen, und zwar ist das der Pfadfinder von Battle for Azeroth Teil 2. Was müssen wir dafür machen? Und zwar müssen wir da einiges basteln. Das Wichtige daran ist, wir bekommen dadurch das Fliegen. Schauen wir uns erstmal den Papagei an. Der sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ist ein Mechano-Papagei, bisschen gold-weiß gehalten. Auf jeden Fall ein schickes Ding. Und jetzt schauen wir uns aber als erstes das Achievement dazu an. Und zwar finden wir das unter Erkunden und dann Battle for Azeroth. Und wenn wir dann ein bisschen runterscrollen zu den neuen Erfolgen, sehen wir hier Pfadfinder von Battle for Azeroth Teil 2. Und für diesen müssen wir einmal den ersten Teil absolvieren. Den habt ihr wahrscheinlich schon gemacht. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, auf! Dafür müsst ihr nämlich einfach nur so ein paar Gebiete erkunden, die Main-Quest-Reihe durchspielen, die War-Campaign und solches Gedöns, sprich 8.0 alter Content. Das solltet ihr abschließen. Und dann schauen wir uns jetzt das Neue an. Wir müssen einmal zusätzlich Nasjatar erkunden und Mechagon erkunden. Das sollte nicht lange in Anspruch nehmen. Und das Zweite, was wir hier machen müssen, ist einmal den Rostbolzenwiderstand und die Anquana auf einen respektvollen Ruf bringen. Der Rostbolzenwiderstand ist die Fraktion auf Mechagon und die Anquana ist die Fraktion hier auf Nasjatar. Bei der Horde heißen die ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie, aber bleibt das gleiche in grün. Müsst quasi die Mechagon und die Nasjatar-Fraktion auf respektvoll basteln. Sobald ihr das getan habt, kriegt ihr das Achievement, könnt fliegen und habt eine schicke Wunderschwinge als Mount. Dann schauen wir mal weiter, was wir als nächstes haben. Und zwar haben wir den Schnapprückenkrabbler. Und ja, das ist ein sehr, sehr schickes Mount, was ich unbedingt haben will. Ihr seht, das ist ein Krebs. Und ja, der läuft seitwärts. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, hat aber auch ein cooles Mount-Special, und zwar gräbt er sich so langsam in den Grund ein und man sieht dann nur noch oben dieses bisschen Sand und die Schatzkiste, beziehungsweise ihr sitzt da halt auf dieser Schatzkiste drauf. Man sieht halt nichts mehr vom Mount. Ob man damit was backen kann? Mal schauen. Ich kann noch kein Mount, was sich in den Boden reingräbt. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, und dafür müsst ihr den Erfolg unter Wasser Usurpap... Keine Ahnung. Unter Wasser Usurpator. Genau, so heißt das Achievement, ein Zungenbrecher. Und für dieses Achievement müsst ihr einiges tun, und zwar haben wir das hier. Dafür müsst ihr nämlich alle Untererfolge in Nasjatar abschließen. Da seht ihr auch schon, das erkundet Nasjatar Achievement ist dabei. Ihr müsst dafür Rares töten, dafür Schätze aufsammeln, dafür bestimmte Aktionen ausführen. Dafür werde ich aber dementsprechend auch nochmal ein eigenes Video machen. Da ist eine ganze, ganze Menge Zeug zu erledigen. Und das werden wir uns dann nochmal genauer im Detail angucken. Und wenn ihr das alles erledigt habt, quasi Nasjatar von oben bis unten durchgebastelt, dann kriegt ihr euer schickes Krabbenmount. Dann weiter bei den Erfolgsmounts. Und zwar das nächste ist auch nochmal ein schönes Ding, das Mecha-Motorrad-Modul W. Und dafür müssen wir auch wieder einen Erfolg machen, und zwar den Mecha-Fertig-Erfolg. Und das ist das Meta-Achievement für Mechagon. Jetzt schauen wir uns das Motorrad hier noch ein bisschen besser an. Ihr sitzt hier in der Mitte und außenrum dreht sich das Rad. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Mount Special habe ich gesehen. Steht es dann quasi auf dem Punkt und ihr dreht euch nur in der Mitte rum. Sieht auch recht cool aus. Und dafür bin ich mal froh, dass Blizzard mal was komplett Neues erfunden hat und nicht wieder den 10.000. Gaul. Naja, obwohl wir werden später sehen, den 10.000. Greifen kriegen wir wieder. Aber ja, zumindest haben wir ein paar coole neue Modelle. Wir können uns das Achievement auch mal angucken. Und zwar, wenn wir jetzt hier runtergehen, haben wir hier den Mecha-Fertig-Erfolg. Und ja, für diesen, wie ihr seht, müssen wir alles Mögliche hier auch in Mechagon abschließen. Ist jetzt ein bisschen weniger als in Nasjatar,
wird aber auch einiges an Arbeit sein. Auch dafür werde ich dann nochmal ein eigenes Video basteln. Und das Letzte, was wir jetzt noch haben an Erfolgs-Achievements, wo wir dementsprechend Mounts bekommen, ist hier der Ashari-Rochen und den bekommen wir vom Ruhm des Palast-Schlachtzüglers. Und das ist, wie ihr es schon erwartet habt, das Raid-Achievement und dementsprechend ist das hier auch das Raid-Mount. Der Rochen ist ganz nett, muss ich sagen, aber es gibt hier, ihr hättet es erwartet, hier im Hintergrund fliegen auch schon ein paar rum, noch verschiedene andere Rochen in anderen Farben. Also mit Rochen ist man hier ganz gut bedient, deswegen finde ich es jetzt als Raid-Mount nicht ganz so geil, aber ja, dafür müssen wir halt dementsprechend hier unter Dungeon-Schlachtzüge einmal nach unten gehen und dafür die 8 Bosse in dem neuen Raid-Dungeon bezwingen und bei diesen auch die Achievements machen. Das könnt ihr aber nicht komplett machen mit Release von 8.2, denn der Raid startet erst 2 Wochen später und dementsprechend könnt ihr erst dann diese Raid-Achievements angehen. Der Mythic Raid und der LFR dann nochmal eine Woche drauf, aber das ist egal, das könnt ihr hier auch alles im Normal machen. Ja, dann sind wir mit den Erfolgs-Mounts weit durch. Dann kommen wir als nächstes zu den Fraktions- bzw. Händler-Mounts. Und da seht ihr schon, es gibt hier insgesamt 6 Stück, beziehungsweise es sind eigentlich 9 Stück, denn 3 von den Horden-Mounts werden hier nicht angezeigt. Wir haben nämlich Greifen, die wir uns kaufen können. Beim Glutorden seht ihr hier so ein bisschen einen dunkelschwarzen, 90.000 Gold steht hier drin. Ich meine, es ist ein bisschen weniger. Ich habe mir hier den von der Prachtmeer-Admiralität schon mal geholt. Und zwar waren es dann, glaube ich, wenn ihr ehrfürchtig seid, nur noch 57.000. Also es ist nicht ganz 90.000, weil ihr braucht den ehrfürchtigen Ruf. Und wenn ihr ehrfürchtig seid, müsst ihr ein bisschen weniger zahlen. Heißt, um die 57.000 habe ich, glaube ich, gezahlt für einen. Und davon gibt es quasi von allen 3 alten Fraktionen einen Mount. Hier bei der Sturmwacht gibt es so ein bisschen einen helleren mit so einem blauen Geschirr. Und dann bei der Prachtmeer-Admiralität gibt es hier mit dem grünen Geschirr. Überall ehrfürchtig sein und ein bisschen einen Gold auf der Tasche haben, dann gehören euch diese 3 Mounts. Bei der Horde sieht es ähnlich aus und zwar haben wir bei der Horde hier diese Pterodax-Viecher. Das erste, was wir haben, ist quasi hier beim Zandala-Imperium, dass ich es noch rausbringe und zwar ist das das bisschen gräulichere hier. Dann haben wir einmal bei der Talanji-Expedition den grünlichen und das letzte, was wir haben, ist dann bei den Voldunai dieser lilane. Kann jetzt drüber streiten, es sind halt alles 3 Mounts, die jetzt nicht so specialig sind, sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz. Dafür kosten sie auch nur Gold und ihr müsst nicht mehr zusätzlich was erspielen, weil den Ruf auf Ehrfürchtig müsst ihr das schon haben. Kleiner Funfact am Rande, die waren auch schon in den Spieldateien vom PTR bzw. vom Beta-Server zu BFA und haben es auch erst jetzt ins Spiel geschafft. Manchmal dauert es ein bisschen länger bei Blizzard. Genau, sprich 6 Mounts haben wir, 3 bei der Horde, 3 bei der Allianz. Und dann haben wir jetzt hier noch 3 weitere Mounts und zwar sind das hier 2 Rochen, einmal Ankoanischer Wellenrochen, da brauchen wir einen ehrfürchtigen Ruf bei den Ankoaner. Das ist, wie wir uns vorher schon erarbeitet haben, die Fraktion quasi Nazca-Tal für die Allianz. Und ihr braucht quasi den ehrfürchtigen Ruf plus nochmal 250 prismatische Mana-Perlen. Und diese prismatischen Mana-Perlen kriegt ihr durch allen möglichen Aktivitäten hier in Nazca-Tal. Ihr haut einen Rare-Mob um, ihr macht eine Quest, ihr macht eine Daily. Ja, gibt da verschiedenste Quellen und ihr solltet die ein bisschen aufsparen, denn mit diesen Mana-Perlen könnt ihr nicht nur Mounts kaufen und andere Gedönse, sondern ihr könnt euer Gear zum Beispiel aufwerten. Es gibt dieses Benchish-Gear, das ihr, glaube ich, auf 4,25 oder 4,30 sogar aufwerten könnt. Da könnt ihr immer 5 Item-Level mit ein paar Perlen aufwerten. Da solltet ihr euch überlegen, will ich vielleicht erst mein Gear aufwerten? Will ich das ganze Zeug vielleicht aufs Mount sparen? Unter anderem für Berufsschmiede freizuschalten, braucht ihr auch noch mal einige von den Dingern. Also mit diesen prismatischen Mana-Perlen solltet ihr sinnvoll haushalten. Die können nämlich schnell weg sein und die braucht ihr wirklich für mehrere Aktivitäten. Das nächste, was wir haben, ist der entfesselte Wellenrochen. Da brauchen wir dann bei den Entfesselten den Ruf auf Ehrfürchtig. Das ist quasi die Gegenfraktion auf der Hordenseite. Quasi die Ankoaner sind Allianz, die Entfesselten sind Horde. Ich vermute, dass ihr beide Fraktionen auf Ehrfürchtig spielen müsst, also einmal mit dem Horden und einmal mit dem Allianz-Char, dass ihr beide Mounts habt. Die sind hier auch, wie ihr seht, beide im Journal drin. Nicht so wie diese Pterodaxe, die sind bei der Allianz nicht drin. Also ich vermute mal, ihr braucht da tatsächlich beide. Aber da müssen wir noch abwarten, bis der erste ehrfürchtig ist, sich das Mount kauft. Vielleicht kriegt man auch, wenn man nur das Allianz-Mount hat, das Horden-Pandor dazu. Hier muss ich auf jeden Fall sagen, finde ich den Rochen von der Horde
um einiges schicker als den von der Allianz. Der ist ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Ja, ich werde mal aber, denke ich mal, den Hordenrochen auch noch erspielen, muss dann halt beide Fraktionen einmal hochbasteln. Als letztes haben wir noch den Rossbolzen Revisator und den bekommen wir für sehr, sehr, sehr viel Gold. Beim Rossbolzenwiderstand, wenn wir ehrfürchtig sind, ihr müsst hier auch sehen, das sind knappe 500.000 dann wahrscheinlich noch, weil man hat ja dann wieder ein bisschen einen Rabatt, wenn man ehrfürchtig ist. Deswegen ist die Zahl hier auch relativ krumm. Heißt, das wird nach runter gehen, wahrscheinlich auf 450.000, schätze ich jetzt mal so grob. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel der Rabatt ist, wenn man mehr Ruf hat. Aber dennoch sehr, sehr viel Gold an der Stelle. Dafür kriegt man natürlich ein schickes Flugmount hier. Und ja, wer sich das Gold sparen will, am Rande erwähnt, es gibt dieses Model noch ein, zwei Mal zu erspielen in Mechagon, beziehungsweise in Operation Mechagon, was der Instanz, was dann quasi die Instanz ist. Also wenn ihr das Gold sparen wollt und lieber mehr Farmaufwand reinsteckt, könnt ihr dasselbe Model kriegen, aber mit ein bisschen anderen Farben, die da draufgelegt sind. Genau, das sind soweit die ganzen Händler-Mounts, die wir haben. Jetzt können wir uns als nächstes die Quest-Mounts noch angucken. Quest, genau. Da haben wir insgesamt drei Stück. Und zwar als allererstes haben wir diese Mecherspinne, die schicke hier. Und zwar bekommen wir die für eine Quest auf Mechagon. Und zwar noch heute losfahren heißt die. Und als kleines Gimmick gibt es hier bei dieser Mecherspinne, habe ich gesehen, wenn die im Wasser rumschwimmt, hat die hinten so einen kleinen Propeller dran. Also sprich, Blizzard hat da schon an einiges gedacht, dass das auch im Wasser relativ cool aussieht. Also es rudert nicht nur mit den Füßen, wie es so ein Gaul zum Beispiel machen würde, sondern man hat ja dementsprechend dann so einen Propeller noch hinten dran. Das nächste, was wir haben, ist Spross von Torkali. Das ist ein Mount, was wir, ihr seht es richtig, in Zuldazar bekommen. Bei der Quest nie allein auf Reisen. Und bei diesem Mount ist es so, dass wir als Hordler, da ja in Zuldaschar schon einige Quests erledigt haben, wo wir so ein kleines Terrorhorn aufpeppeln und da schließt diese Quest an. Dieses Terrorhorn ist anscheinend das, was wir aufgepeppelt haben und dann sollen es anscheinend nicht mehr sonderlich viele Quests sein. Wenn ihr davor in Zuldaschar die Questreihe schon abgeschlossen habt, könnt ihr dann einfach hin und dort direkt mit ein paar Quests weiter loslegen und dann relativ schnell euch dieses schicke Mount erspielen. Das letzte, was wir haben, ist hier Tiefenkorallen-Schnappdrache und diesen bekommen wir in Nasjatar von der Quest Gezähmte Wildheit. Und ihr seht, da haben wir diesen coolen Schnappdrachen, den es auch, wie gesagt, nochmal in verschiedenen Farbausfertigungen geben wird. Dann schauen wir mal weiter und zwar gucken wir dann gleich mal nach Nasjatar rein. Und zwar seht ihr, hier sind jetzt einige Mounts aufgelistet. Ein paar haben wir uns schon angeguckt, weil das natürlich auch Ruf- bzw. diese Quest-Mounts sind. Als allererstes haben wir diesen ankuanischen Wellenrochen. Den haben wir uns ja angeguckt. Das ist unsere Rufbelohnung. Dann als nächstes haben wir blutroter Gezeitenhengst. Und bei dem würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal ins Allianzlager rüber, dass ich euch da nämlich ein bisschen was zeigen kann. Es ist nämlich so, dass es hier diesen Gezeitenhengst durch ein Murloc-Tauschspiel gibt. Am Rande sei erwähnt, dass es dieses neue Seepferdchen-Model auch jetzt nochmal ein bisschen in abgewandelter Form in anderen Farben gibt. Hier unten sehen wir zum Beispiel eins, wo wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen werden. Und zwar ist es bei diesem Tauschspiel so, dass man sich als allererstes einen Murloc besorgen muss. Und zwar läuft der irgendwo hier unten, habe ich den aufgegabelt. Den muss man ins Lager quasi begleiten. Quasi als Allianz einfach hier hochhatschen, als Horde dann hier hochhatschen. Und wenn man den hierher begleitet hat, dann steht der hier. Das ist dieser Mürgel. Und der hat quasi verschiedene Items, die er verkauft und zwar gegen andere Items. Und diese anderen Items kriegt man quasi durch ein Tauschspiel bei diesen Murlocs. Heißt, man muss sich so ein Grunditem holen, muss dann mit dem Grunditem zu einem anderen Murloc laufen. Also hier gibt es ein paar, die dann hier rumstehen, sobald man den einen befreit hat. Tauscht dann das gegen das nächste um, geht dann mit dem nächsten Teil wieder zu dem, hier läuft auch wieder einer, zu dem nächsten Typ, tauscht das wieder ein und es geht immer so lang so weiter, bis man quasi dann die Enditems hat und das bei dem hier eintauschen kann. Danach hat man das Mount aber noch nicht. Und zwar gibt es da bei ihm jeden Tag andere Items. Man muss sich dann erstmal so eine komische Brille freispielen, die man irgendwann hier durch das Tauschspiel bei ihm bekommt. Dann sieht man mehr Items und dann muss man hier noch mehr rumtauschen. Und irgendwann kann man sich quasi das Mount dann schlussendlich bei ihm hier ertauschen. Ist aber eine Sache von mehreren Tagen, Wochen, bis man quasi die richtigen Sachen ertauschen kann. Ich werde aber hierzu sicher nochmal einen ausführlichen Guide machen, das jetzt nur so oberflächlich mal erwähnt.
So. So viel zu dem Mount hier. Wie gesagt, bei der Horde ist es das komplett gleiche. Man muss auch nur diesen Typen da einmal sich ins Lager holen. Das nächste, was wir haben, ist dieser entfesselten Wellenrochen. Den hatten wir auch schon gesehen. Das ist eins von den Ruf-Mounts. Dann ist jetzt das erste Rare-Drop-Mount hier. Und zwar Leisegleiter heißt das. Und zwar bekommt man das von Lautlos. Das ist ein Rare, den wir in Nasirtar haben. Danach haben wir hier die Krabbe. Die haben wir uns ja bei den Erfolgen schon angeguckt. Dann diesen Schnappdrachen war ja bei den Quests schon dabei. Und jetzt haben wir hier als letztes noch ein zweites Seepferdchen. Und zwar jetzt hier ein bisschen in blau-grünlicher gehalten. Das war ja hier in roh-rötlich-orange gehalten. Und wo bekommen wir das her? Tintengeschuppter Tiefensucher heißt das. Und zwar kriegen wir das über Marken. Und zwar sind es insgesamt 150 Schlachtbelohnungen von Nasirtar. Und diese Schlachtbelohnungen von Nasirtar können wir abgeben bei diesem Händler hier. Und zwar ist das der PvP-Händler in Nasirtar. Den gibt es bei der Horde-Seite quasi auch, das Pandor stehen. Und der verkauft hier noch ein paar andere Sachen für diese Schlachtbelohnungen. Unter anderem halt dementsprechend hier das Mount. Wichtig, wo bekommt man diese Dinger her? Wenn ihr den War-Mode anschaltet, gibt es hier in Nasirtar Türme, die man, ich meine, alle 3 Stunden gibt es dann in den Kampf, wo man diese Türme einnimmt. Und man muss quasi diese ganzen Türme einnehmen. Und die Fraktion, die gewinnt, die bekommt Marken. So einfach ist es. Ihr müsst aber hier ein paar Mal gewinnen. Ihr seht, 150 sind es. Ich glaube, 3 Marken bekommt man, wenn man gewinnt. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Und die Schlacht ist alle 3 Stunden. Ihr müsst theoretisch nicht mal an der Schlacht teilnehmen, sondern nur hier im Gebiet stehen. Heißt, ihr könnt euren Char hier AFK abstellen. Wenn eure Fraktion gewinnt, kriegt ihr Marken. Es wird aber dennoch ein bisschen dauern, bis ihr so viele Marken zusammen habt, beziehungsweise es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Ja? Also das wird so ein bisschen ein längerfristiges Ziel werden, dass ihr dementsprechend das Mount hier euch zusammenfarmen könnt. Und, wenn wir gerade hier sind, diese Ankuana, steht quasi der Händler einmal hier drüben. Und da könnt ihr euch das andere Mount kaufen. Dass ich das auch gleich noch gezeigt habe. Genau, das sind quasi die 3 Mounts, die ihr euch hier direkt im Lager besorgen könnt. 2 brauchen Ruffraktion. 1 ist quasi ein kleines Murloc-Spielchen, wo ihr dann ein bisschen hin und her handeln müsst. So, dann schauen wir uns als nächstes dann die Sachen auf Mechagon an. Und zwar sollte man hier gleich dazu sagen, dass in Mechagon dass das zweigespalten ist. Es gibt einmal Mechagon, die Zone, und es gibt dann einmal Operation Mechagon. Das ist das Mega-Dungeon, also das 5-Mann-Dungeon, was doch relativ viele Bosse hat. Und zwar haben wir als erstes den Friedensbewahrer von Mechagon. Der droppt in der Operation Mechagon, also in der Raid-Instanz. Und ihr seht schon, hier haben wir nochmal so ein Spinnen-Mount-Model, was wir ja vorher auch schon hatten. Bloß hier nochmal ein bisschen hübscher, ein bisschen farbenkräftiger als das andere. Und das droppt von der fliegenden Unterdrückungseinheit KJK-8. Und dieses ist, ich glaube, der 4. Boss in der Operation Mechagon. 1, 2, 3, 4. Hier seht ihr es. Da droppt das Mount. Und diese gibt es im Moment nur im mythischen Schwierigkeitsstadium. Und später wird es irgendwann dann, laut Aussage von Blizzard, mal auch eine M-Plus-Instanz, aber das wird wahrscheinlich wie damals bei Karasan ein wenig dauern. Und das zweite Mount droppt vom Endboss, und zwar ist das hier die Flugeinheit R-21/X, und das können wir uns auch gleich angucken. Und zwar geben wir nochmal Mechagon ein. Das ist dann dieses schicke Mount, und das haben wir ja vorher auch schon gesehen. Das war ja, ist ja dasselbe Model wie dieses, wo wir uns für fast 500.000 Gold beim Händler kaufen konnten, wenn wir den Ruf bei dem Rossbolzen-Widerstand haben. Heißt, das ist die andere Möglichkeit, euch dieses Mount hier besorgen zu können, beziehungsweise ich glaube, es gibt sogar nochmal so eins. Genau, heißt, wenn ihr nicht das Gold in die Hand nehmen wollt, habt ihr vielleicht ein bisschen Dropglück und bekommt beim Endboss hier dementsprechend das Mount. Dann schauen wir mal weiter. Hier, das haben wir schon gezeigt, das war durch das Mecha fertig. Das ist das Meta-Achievement aus Mechagon. Dann kommen wir jetzt zum ersten richtig interessanten Mount, und zwar Mechanokatze X-995, und das bekommen wir bei einem Verkäufer, der heißt Pascal. Das ist aber nicht wirklich ein Verkäufer, sondern das ist ein Craft-Mob. Das funktioniert so, ihr müsst ihn erstmal ein bisschen freispielen auf Mechagon, ihr quatscht ihn an und dann habt ihr quasi wie in einem Beruffenster einen Tab, wo ihr Sachen herstellen könnt. Ihr müsst ihm auch ein paar Rezepte erstmal bringen, dass man verschiedene Sachen herstellen kann, und unter anderem kann man eine Geschichte herstellen, und das ist dieses Katzenmount.
Das braucht dann verschiedene Items, die ihr besorgen könnt. Braucht man so Ersatzteile, braucht man so Energiezellen. Die kann man sich alle zusammenfarmen bzw. bauen oder auch kaufen. Da gibt es auch einen Händler, der verkauft euch das Zeug gleich für einen Haufen Kohle. Man kann sich das aber auch sparen und das Zeug farmen über einen gewissen Zeitraum. Also da ist man relativ frei, ob man lieber viel Gold ausgibt oder ob man lieber Sachen farmt. Und sobald man sich das Mount dann bei ihm zusammengebaut hat, kann man es einmal lernen. Und dann ist es aber so, wie es hier ist, blank, also ohne eine Lackierung. Und man kann dann quasi eine Lackierung aussuchen. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Lackierungen. Was habe ich gesehen? Ich glaube, blau gab es, rot gab es, grün gab es und ich meine gelb. Bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und diese Lackierungen muss man sich aber auch erstmal freischalten. Und ja, wenn man alle freigeschalten hat, kann man quasi den umlackieren, wie man lustig ist. Und muss dann immer so zu dieser Lackierungsstation auf Mechagon, kann den einmal umlackieren und solange, wie man nicht wieder umlackiert, bleibt er so im Mount Journal. Also man hat quasi 4 verschiedene Farbvarianten, hat aber immer nur eine ready und bis man sich umentscheidet, kann man dann eine andere freischalten. Genau. Genau, hier haben wir nochmal das eine Mount, was wir für die Ruffaktion haben. Sieht ja genauso aus wie das hier aus dem Mega Dungeon. Bloß das hier ist ein bisschen abgenutzter und das hat ein bisschen mehr Farbvariation mit drin. Dann haben wir den rostige oder rostige Mecha-Krabbler. Und das hier ist nochmal so eine Spinne, die aber hier relativ blank ist von der Farbvariation her. Die hat bis jetzt nur als Drop Mechagon, heißt, man weiß nicht sicher, kann sie von allen Rare-Mobs droppen, droppt sie von allen Mobs allgemein. Da ist es noch nicht ganz klar, wo man sie herbekommt. Nur, dass man sie auf Mechagon bekommt und nicht in der Operations-Mechagon, also sprich in der Open-World-Zone. Das Quest-Mount haben wir uns ja schon angeguckt. Dann haben wir hier nochmal einen Rare-Drop und zwar von Rostfeder, auch auf Mechagon. Droppt uns hier dieses Rad, was wir auch fürs Achievement bekommen würden. Dementsprechend auch hier wieder in so ein bisschen kaputteren Version. Die ganzen Outdoor-Drops scheinen alle diese kaputtere Version von den Mounts zu sein. Und ja, Wunderschwinge haben wir uns ja schon einmal angeguckt gehabt. Dann schauen wir uns als nächstes mal noch einen Berufsmount an. Und zwar Beruf ist das eine ganz lustige Sache. Jetzt schauen wir mal, ob ich es richtig aussprechen kann. Xivilak Luftfahrbot heißt das Ganze. Oder nee, Flugfahrbot, so rum. Und das bekommen wir durch 2 verschiedene Berufe. Ihr denkt auf 2 Berufe? Komisch. Das können wir uns nämlich einmal durch Schmiedekunst und Ingenieur bauen. Und das kann ich euch gleich mal demonstrieren, wie das funktioniert. Wir haben nämlich ein Item beim Schmied und wir haben ein Item beim Ingenieur. Die kosten komischerweise lauter alte Mats, einmal Monolitherz, dann Platinerz, Sturmsilbererz und halt diese Elementarfluxus. Und dann kann man sich hier dieses Chassis bauen. Und das kann man dann zusammen basteln mit einem Turbolader, den der Ingi bauen kann. Und beide Items zusammen ergeben das Mount. Ihr könnt diese Items im Auktionshaus verkaufen. Heißt, wenn ihr am Anfang relativ schnell zu den Rezepten kommt, die droppen in Operation Mechagon, also in der in der 5-Mann-Instanz. Heißt, das könnt ihr erst erspielen, wenn Operation Mechagon rauskommt, mit dem Raid 2 Wochen nach Patch Release. Dann könnt ihr euch diese Einzelteile bauen, im Hafer verkaufen, zusammenfügen und ihr habt das Mount, beziehungsweise derjenige, der es kauft, hat dann dementsprechend das Mount. Genau, dann haben wir jetzt noch ein paar besondere Viecher und zwar einmal haben wir Fabius, den hatte ich noch nicht gezeigt. Das ist nochmal so ein, ja, nochmal so ein Pferdemount, so ein Seepferdchen-Mount. Das droppt bei Fabius. Es steht hier nicht Nasjatar dran. Es wird vermutet, dass das ein Fehler ist, dass das auch ein Rare hier in Nasjatar ist und dass es einfach falsch angezeigt wird. Wird zumindest im Moment noch vermutet, wird sich dann zeigen, wenn das Ganze live ist, wo man es genau erfarmen kann. Wie gesagt, zu den ganzen Mounts mache ich dann aber nochmal extra Videos. Dann, was wir auch noch haben, ist ein PvP-Mount. Jetzt geben wir hier mal PvP ein. Da kommt es dann, und zwar hier boshaft der Kriegsbasilisk. Da gibt es dann eine Horde und eine Allianz-Variante. Die Allianz-Variante hat halt hier eine blaue Rüstung, Allianzflagge. Horden-Variante hat dann rote Rüstung und eine Hordenflagge. Das gibt es quasi für die Season 3 Belohnung, wenn man hier auf gewettet geht und dann dementsprechend hier diese Season Belohnung freispielt. Da muss man einmal den Balken auf 100% füllen, wie es auch schon in den letzten Season war. Und das wird dadurch erreicht, dass man in einem gewerteten Bracket, also 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 10 gegen 10, einmal ein Rating von Minimum 1400 hat und dann so lange Games gewinnt, bis hier der Balken voll ist.
Wichtig für euch ist zu wissen, umso mehr Spieler man braucht für die Tätigkeit, umso mehr Punkte bringt es hier für den Balken. Im 2 gegen 2 gibt es relativ wenig, hier gibt es schon relativ gut was und hier gibt es recht viele. Man muss aber auch immer sehen, dass RBG natürlich ein gutes Stück länger dauert als ein 3 gegen 3 Game. Deswegen ist das Effizienteste eigentlich 3 gegen 3 hier zu spielen. Hab das letzte Season auch schon gemacht, mir Season 2 Mount gefarmt und danach kann man sich nochmal den Balken hochmachen, um dementsprechend noch einen Sattel zu farmen, um dann alte PvP-Mounts noch kaufen zu können. Dann fehlt uns jetzt theoretisch nur noch ein einziges Mount, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, was aber hier auch nicht im Mount-Journal drin ist, weil das noch hidden ist. Und zwar ist das Bienenmount und zwar dieses schicke Ding. Da haben die Dataminer schon ein paar Daten gefunden, dass es das auch im Spiel jetzt geschafft hat mit 18.2. Man weiß aber noch nicht schlussendlich, was man alles machen muss. Man hat ein paar Hinweise im Sturmsangental gefunden. Da gibt es ja schon eine Questreihe, wo man sich, es ist eine Questreihe, wo man sich so ein schwarzes Bienenpad erspielen kann, wo man dann jeden Tag so eine Daily machen muss, um dementsprechend sich so ein schwarzes Bienenpad zu farmen. Habe ich auch schon ein Video gemacht und anscheinend schließt das Bienenmount irgendwo bei dieser Questreihe mit an und da können wir jetzt mal gespannt sein, wie lange es jetzt noch dauern wird, bis die Leute von diesem Secret Finding Discord herausfinden, was man genau dafür machen muss. So wie es aussieht, soll es aber ein Allianz-Mount sein. Aber wir werden sehen, ob man es auch mit der Horde erspielen kann. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt wahrscheinlich mit 18.2 ins Game reinkommen wird. Und ich bin schon gespannt, was man dafür machen muss. Und bin schon ein bisschen hyped auf den Tag, wo ich endlich auf diesen Bienenmount fliegen kann, denn da warte ich tatsächlich schon seit der Beta von Battle for Azeroth drauf. So, das waren jetzt, soweit ich weiß, alle Mounts. Sollte ich irgendwas vergessen haben, irgendwas falsch euch gesagt haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass wir alle ein bisschen schlauer sind. Und wie gesagt, sobald der Patch jetzt live geht, werde ich mich nochmal hinhocken. Habe jetzt ein bisschen Urlaub, mir die ganzen Sachen einzeln raussuchen und dann gibt es ein bisschen genauere Guide-Videos zu den einzelnen Mounts, wo sie denn genau droppen, beziehungsweise es gibt ja viel, wo es dann hier so Unterachievements gibt, die werden wir uns dann alle im Detail angucken und ja, dann könnt ihr euch das gerne nachfarmen und dann hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.